Moin und Servus euer Mai hier zu einem neuen Video am gleichen Tag des finalen Event. Denn das finale Event hat ein krankes Update bekommen und krank ist hier wörtlich zu nehmen. Was es genau damit auf sich hat, wie ihr das ganze Event spielen solltet, das erkläre ich euch nach dem Intro. Maya-Logo. So, da sind wir also nach dem Intro und zwar sieht es wie folgt aus. Alle sind verseucht. Wenn ihr bei den Händlern reinschaut, dann seht ihr bei Therapist. Therapist ist angesteckt vom giftigen, tödlichen Toxin, das uns innerhalb von 7 bis 8 Minuten tötet. Aber, fear not, my friends, fear not. Es wurde uns glücklicherweise auch direkt das Antidote dazu geschickt, also das Gegengift praktisch zu diesem Virus, das aktuell in Tarkov wütet. Und zwar wurden erstmal die Locals versorgt. Was heißt Locals? Locals, also die Scav-Bosse. Teilweise haben es auch Scavs eher selten, aber sie können es dabei haben. Scav-Bosse, ihre Guards, haben dieses Gegengift. Und wir werden weiterhin noch aus der Luft versorgt. Wir haben wieder unzählige Airdrops, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, in Escape from Tarkov. Und in diesen Airdrops ist gar nichts mehr drin, außer ein einziger Gegengift-Stim. Und dieses XTG22 könnt ihr dann aus dem Airdrop looten. Ihr könnt es aber nicht, wenn ihr es in der Stash habt, mit in den Raid nehmen. Ihr könnt einen Raid nicht betreten, wenn ihr einen Antidote-Stim dabei habt. Jetzt fragt ihr euch, hilft Augmentin gegen dieses Toxin? Nein, hilft es nicht. Hilft Golden Star? Nein, hilft es auch nicht. Hilft Milch? Nein, auch Milch hilft nicht. Milch macht nur müde Männer munter. Jetzt ist aber eh gleich Schlafenszeit, also schon mal ins Bett. Nach dem Video. Wie geht ihr jetzt also einen Raid an? Eigentlich ziemlich einfach. Und zwar, ihr spawnt in einen Raid rein, habt dann 7 bis 8 Minuten, bis ihr dann tot seid. Das könnt ihr immer, wenn ihr Tab drückt, klickt ihr oben auf Health und dann habt ihr auf eurem Thorax so ein kleines, so einen kleinen Debuff. Und da, wenn ihr mit der Maus drüber geht, seht ihr, wie viele Sekunden das noch dauert, bis dann der Todestick kommt. Der Todestick kommt nicht sofort, sondern der kommt irgendwann innerhalb von 30 Sekunden, nachdem die Zeit da abgelaufen ist. Wenn ihr bis dahin keinen XTG-12 gefunden habt, seid ihr 100%ig tot. Da hilft nichts dagegen. Ihr seid sofort tot. Das ist, tickt nicht runter oder sowas, wie das Kultistengift zum Beispiel, sondern ihr seid einfach instant dead. Ist mir heute auch oft genug passiert, keine Sorge. Wie geht ihr jetzt also diesen Raid an? Jetzt haben wir es so, dass auf allen Maps alle Bosse sind, außer Factory. Factory hat Killer unter Giller, glaube ich. Also habt ihr da 2 Bosse, die jeweils einen Stim dabei haben. Auf Shoreline, auf Reserve, auf Customs, auf Interchange sind alle Bosse 100%ig da. Die haben also einen Stim dabei. Die Bosse haben maximal nur noch einen Guard dabei, sei es Rishala, sei es Sturmann, sei es Glukar, jeweils oder Sanitar, haben nur einen einzigen Guard dabei. Da braucht ihr also auch keine Sorgen machen, sage ich jetzt mal, aber die sind tödlich, so wie sie sind. Ihr tötet die also, lootet den Boss und holt euch da den XTG-12. Jetzt da ist es aber so, dass ihr 7 Minuten wartet, bis ihr diesen benutzt, also kurz bevor der Timer abläuft des Debuffs. Erst dann benutzt ihr ihn. Wieso? Ganz einfach, die Exits machen erst nach 20 Minuten auf und es gibt nur noch einen einzigen Exit pro Map. Auf Customs ist das zum Beispiel der RUAF Roadblock, auch Tarkov Truck genannt, da an dem Panzer, der da rumsteht, bei Crackhouse in der Nähe. Diesen Exit gibt es eben nach 20 Minuten. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben 7 Minuten, bis wir sterben. Wenn wir dann nach 7 Minuten einmal die Antidote, also das Gegengift, benutzen, dann sieht es wie folgt aus, dass für 15 Sekunden circa der Debuff weg ist, dann aber sofort wieder kommt. Also wir sind praktisch sofort wieder mit dem Virus infiziert. Dann heißt, dass die 7 Minuten wieder von Null anfangen. Wir haben jetzt 7 Minuten, dann haben wir einmal den Antidote genommen und haben wieder 7 Minuten bekommen. Das heißt, wir haben 14 Minuten Lebenszeit aktuell. 14 Minuten ist aber weniger als 20. Das wird jedem Mathe-Genie in diesem Video bestimmt aufgefallen sein. Das heißt, ihr braucht noch einen weiteren XTG-12, um auf mindestens 21 Minuten zu kommen, um dann den Exit zu nehmen. Denn, wie gesagt, der Exit öffnet nach 20 Minuten. Dieser eine einzige Exit auf der ganzen Map. Also, wenn ihr ganz schnell spielt und nach 20 Minuten bereits die Map verlässt, könnt es ihr mit 2 XTG-12 schaffen, diese Map dann eben zu überleben, den Raid. Wenn ihr langsamer spielen wollt, dann braucht ihr natürlich für jede weitere 7 Minuten, die ihr noch im Raid bleiben wollt, braucht ihr einen weiteren XTG-12. Was
echt zu witzigen Sachen kommt. Fordert es nicht heraus, dass ihr den XTG wirklich zur letzten Sekunde nehmt. Wenn ihr in einem Fight seid, ihr denkt mal kurz nicht dran und zack, fallt ihr auf einmal tot um. Das ist echt schade. Ist mir heute auch passiert, aber so ist es nun mal. Und ja, so funktioniert das dann praktisch. Ihr braucht also mindestens zwei XTG-12, müsst ihr euch im Raid besorgen. Denn ihr könnt sie nicht mit in den Raid reinnehmen. Das ist das Wichtigste, was ihr wissen müsst. Und die müsst ihr dann maximal usen. Also wenn ihr, sagen wir nur noch 30 Sekunden oder so auf dem Debuff habt, dann am besten usen. Oder halt vor einem Fight, damit ihr wenigstens die 7 Minuten habt für den Kampf, den ihr euch vor euch habt. Und euer Gegner bekommt den XTG-12 dann nicht. Das ist auch sehr positiv zu werten. Ja. So spielt sich das Event. Da wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Viele haben mich auch noch gefragt, wann ist jetzt Wipe? Meine ich, dass morgen Wipe ist? Nein, morgen ist nicht Wipe. So ein aufwendiges Event wie heute hatten wir noch nie. Und ich gehe stark davon aus, dass sich BSG das nicht ausgedacht hat, um es nach 12 Stunden wieder zu beenden, dieses Event. Ich gehe jetzt stark davon aus, dass wir ganz klar davon ausgehen, dass Licht ausgeht, wenn man den Schalter drückt. Und wir dann auch davon ausgehen können, wenn es dunkel ist, dass man dann da halt davon ausgehen kann, dass gewiped wird. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Also, ich gehe stark davon aus, am 30. Wie oft will ich eigentlich noch ausgehen sagen, Alter? Am 30.06. ist also dann der Wipe. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich werde das jetzt nicht rausschneiden. Ist bestimmt witzig für euch. Könnt euch ein Propital Basaleva kaufen. 30.06. Wipe. Donnerstag. Nehmt euch Freitag frei. Ciao.